Interview und Analyse zum fünften Rennen. Fünfte Rennen des Tages, zweite Vorlauf zur LS-Serie 2024. Graf Eneck, letzte Woche auch im ersten Lauf gewesen, für dich jetzt nicht ganz typisch, obwohl ich sage mal, ich denke, ist es meine persönliche Meinung, du arbeitest schon auf das Finale hin mit Graf Eneck, denn das Finale findet in Baden statt und dort kennt der Graf Eneck eigentlich nur gute Leistungen. Magst du recht haben, ob ich da hinarbeite, weiß ich nicht, weil es ist mit ihm ganz schwierig zu planen, das wissen wir alle. Ich hätte letztes Mal schon gerne losgemacht, aber das ist nicht gelungen, weil ich habe mich fälschlicherweise mit einem Fahrfehler im Nachhinein gesehen, nach innen orientiert und bin dann aufgelaufen. Das war dann eigentlich so, dass ich, wie ich ein bisschen Fahrt bekommen hätte, war das Rennen aus. Also ich war trotzdem nur 3 Zehntel hinter dem Sieger in einer 14er Zeit. Also es spricht wieder für ihn, aber da war halt der Fahrer der Gegner und soll so sein. Und wir versuchen, ein unausgefahrenes Pferd vom letzten Wochenende dieses Mal besser vorzustellen. Fünfte Rennen des Tages mit der 8 Bolt Eagle Sun. Letzte Mal schon länger nicht von gesehen, Fehler am Start, irgendwie erklärbar gewesen? Nein, überhaupt gar nicht. Dominik wusste auch nicht, warum der Fehler kam. Im Nachhinein, glaube ich, kann man abhaken, Rennen wir 13, wer weiß, wozu es gut war, dass der Fehler kam. Dieses Rennen sehr ausgeglichen. Für meinen Geschmack ist da alles und nichts möglich. Wird eine Rennverlaufsache wahrscheinlich werden, oder? Ja, genau. Bei 8 Pferde, da kann man schlechtestenfalls 40 bei außen liegen. Und ich glaube, das Rennen wird eh zügig. Und ich denke mal, das ist einer der besten Chancen am heutigen Tage von uns. 15 Rennen, LS-Serie 2024 Vorlauf 2 mit der 2 Casio Poco. Diesmal gute Nummer. Zuletzt hast du ihm einen klassischen Anstart gegeben, du hast nicht allzu viel von ihm gefordert. Einige Reserven hat eigentlich nicht so schlecht ausgesehen. Wie zufrieden warst du mit ihm? Ja, war sehr zufrieden mit ihm. Wenn man einen richtigen Anstart geben, ja, er hat gut begonnen. Bin in der dritten Spur hängen geblieben. Hätte dann die Spur nicht für Pferd nehmen müssen. Das habe ich vermeiden wollen und habe ihn dann zurückgenommen. Aber es war gute Leistung, Einlauf, bin ja etwas angestanden. Ja, schauen wir mal, weil das Rennen ist, glaube ich, da können alle auch gewinnen. So ist es, ist sehr ausgeglichen mit Nummer 2. Wirst du wahrscheinlich heute auch noch ein bisschen mehr wahrscheinlich riskieren, weil er kann eigentlich schon gut beginnen. Ja, er kann schon ganz gut beginnen, aber es ist immer ein bisschen ein Risiko bei ihm. Also ein Fehler ist auch immer drinnen bei ihm. Schauen wir mal, wer mal in den Auto halt vorkommt, wie weit er schön in Gang ist und das entscheidet dann kurzfristig. Das heißt, eben du sagst, das können alle 8 gewinnen, demnach auch du als eine Überraschung mit dem Casio Poco durchaus möglich. Ja, durchaus möglich, sogar. Da können alle 8 gewinnen. LS-Serie 2024 mit Dancing Star Venus, die mit Domsi, sag ich mal, die letzten Mal ein bisschen unglücklich agiert hat in, wenn es eigentlich ein Riesenrennen gelaufen ist, hat er, glaube ich, 3-mal fahren müssen im Rennen. Bei den schwierigen Bahnbedingungen auch noch dazu. Heute ein sehr ausgeglichenes Rennen. Was ist da möglich? Ja, letztes Mal das Rennen, es war ordentliche Leistung. Also man kann sozusagen sagen, sie ist beim Angriff in dritter Spur bei der neuen besandeten Bahn in Wels stecken geblieben. wortwörtlich. Aber an und für sich, Leistung war gut und die Art und Weise war gut, besser wie die Starts zuvor. Vom Mumm her und alles und Thomas war zufrieden, das war halt ja, ein blöder Rennverlauf und ich sehe mir da schon eine realistische Chance aus. Das heißt, Top 3 gewinnen ist ja mit dir nicht immer ganz so einfach, da muss immer alles passen, aber sagen wir mal, Gegnerschaft und wenn es der Rennverlauf zulässt, lässt auch einen Sieg zu, oder? Das stimmt, obwohl mit Graf Eneck schon ein harter Brocken drin ist und ich glaube, über den führt der Sieg und ja, aber dahinter sehe ich dann Dancing Star schon.